Yo! Und willkommen zurück zu Pokémon Platin Soul Link Challenge mit Muffy. Und Trudel. Ja. Wir erforschen die Route weiter, würde ich sagen. Okay, noch ein kleiner Hinweis bei mir. Ich habe festgestellt, dass ich die TM Luftstoß kaufen kann. TM 14, das heißt, ich habe sie einmal Wassereis beigebracht. Und ja, das war es eigentlich schon. Und wir wollten eigentlich das Team ändern. Da wäre bei mir Tomate reingekommen, was sich entwickelt hat und dann leider aber die Fähigkeit Schnarchnase gekriegt hat. Deswegen haben wir das verrufen. Genau, bei mir wäre Sterndu für Wassereis reingekommen halt. Ja. Also Zimtstern. Bist im Kampf? Der Trainer hat ein Level 30 Chillers. Was? Arena doch. Es ist nur ein Chillers. Es ist nur ein Chillers, aber es ist Level 30. Und es hat gerade Fluch eingesetzt. Was heißt nur? Das könnte krass werden. Dann lasse ich Auflauf da mal lieber nicht vorne. Mache ich mal Zwiebel nach vorne und hoffe, dass es kein Feuer-Pokémon ist oder so. Ja, nee, das würde passen. Lady Liliana. Ein Inkognito. Das Problem ist, es kann Kraftreserve und ich weiß nicht welche. Ist es, ich vermute, Kampf. Sicher immer Kampf? Ich vermute schon. Weil irgendwie gegen Kampf-Pokémon habe ich nach wie vor ein klitzekleines Problem. Ein Dönerspieß wird neutral getroffen und Wassereis wird neutral getroffen. Okay, der hat 6 Pokémon. Auf Level 21. Okay, dann kann ich wenigstens Auflauf und Fingerfood ein bisschen. Aber erstmal muss ich diesen Kampf überstehen. Ich wechsle mal auf. Oh. Wenn es Feuer ist, wäre Dönerspieß ziemlich. Ich wechsle auf Wassereis. Ist zwar Level 29, aber. Selbst wenn es der Pflanzen hat. Oder so. Ja, Kraftreserve ist auf Wasser neutral. Luftstoß hat 5 P natürlich nur. Ist eigentlich egal. 165 mit Step. 65 mit Step ist sogar weniger. Oder? 32, was? 5. Plus 30. Die Mensch, oh. Close one. Ist aber genauer. Luftstoß hat nur eine 95%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Inkognito setzt Kraftreserve ein. Das hat meinem Wassereis schon 2 Kraftreserven fast die Hälfte Schaden genommen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Die Kognito wurde besiegt. Die Kognito habe ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Warum? Das frage ich mich auch. Ähnlich Wassereis einmal. Tyrakrok sollte machbar sein. Hackattack, ich habe immer noch kein Flugpokémon. Morlord sollte noch einfacher sein. Das freut mich doch zu hören. Ich bitte, du sagst, du besitzt einen Pokédex, einen echten? Nö, habe ich nicht gesagt. Bist du mir überhaupt zu? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich bin ein stummer Held. Genau. Krebutak. Alter, jetzt kommen die Entwickelten. Wisst ihr, fängt an mit Kaputox. Dann kommt Krebutak, Tyrakrok, Warlord. Hier ist es ein Pflanzentrainer. Valtuska. So, mal gucken, was jetzt Tuska ist erstmal vom Schneesturm One-Hit. Fleckmon.
Oh, Burmadan. Schleckmann ist... Das kann natürlich... Verschiedenes sein. Richtig. Und es ist... Nicht das gleiche, was ich habe. Das sieht nach dem Pflanzending aus. Das heißt, Eis wäre vierfach Schwäche, richtig? Nee, gar nicht, aber würde er nicht treffen. Ja. Schutzschild, ach komm. Oh. Kürbis ist mal schneller als ein Gegner. Okay. Da versucht er den Double Protect. Frecher. Frecher Trainer. Fresher Trainer? Ja, effektiv. Die Tiefe von Burmadan sinkt. Und Schutzschild? Nein, schön. Das stimmt, wäre das dritte Mal in Folge, das hier ein bisschen blöd. Aber es ist eine KI. Okay, da. Es ist eine KI. Gastrodon, da tausche ich noch aus. Duflor ist schon Gift, oder? Duflor? Die komplette Reihe ist. Komplette Reihe, warum? Was ist denn da? Egal. Ist schön, ist schön, ist schön. Ist super. Ist toll. Eigentlich davon ausgehen, jedes Pflanzen-Pokémon der ersten Gen ist bei Typ Gift, fast jedes, also... Bis auf? Warte, ich muss überlegen. Ich glaube, es gab welche, die nicht... Schlafpuder ein. Ich muss kurz überlegen, was es da alles gab. Halt, Obai. Der Psycho. Ja. Paras ist Käfer. Pflanze? Ja. Oh, okay. Was? Okay. Wusste ich nicht. Was hat man dann noch? Diese Samen auf jeden Fall halt Gift. Ja. Och man, Auflauf schläft. Auflauf erreicht Level 29, schön. Noch ein Stolmark. Wäre auch super, wenn es dabei aufgewacht wäre. Eisenabwehr. Stolmark, wieso tust du dies? Um hier auf den Geist zu gehen. Ich glaube, das schafft es damit ganz gut. Um genau mit einem KP zu überleben. Hm. Und jetzt, Dreschflegel oder was war das andere noch? Irgendwas zu drücken auf jeden Fall. Gegenstoß? Nee, sonst. Irgendwas. Was? Bacargo! Kannst du rüber was anrichten? Kopfnuss, Kopfnuss. Kopf und Nuss, Kopfnuss. Lauf gleich zu heilen nach dem Sechser-Trainer wahrscheinlich, weil zwei Pokémon ein bisschen liiert sind. Bei mir ging das ziemlich gut eigentlich. Papunga. Ja, ist ja schön für dich. den habe ich. Dann ist hier noch ein Trainer. Moment. Ich guck gleich mal, ob ich zu dafür zurück. Tschüss, Papa. Macholo. Ach, ich hab ja noch Kürbis vorne. Ich vergaß. Ja, ich brauche nur zwei Tränke und einmal Keks. Ach nein, ein Lava-Keks. Oh, Vergeltung. Ich gebe einsetzen. Lol. Bei den Aufwerke habe ich auch noch so. Das soll ja, was sollte ausreichen? Ja. So,
So. Panpyro, da kann ich eigentlich Zucker rüber einsetzen. Doch völlig in Ordnung. Ach, und da ist noch ein Trainer. Strahl. Jetzt bisher auf der Route nur rechts lang gelaufen? Ja. Okay, weil links ist ja auch noch. Ich bin nur rechts. Ich bisher auf. Ich bin jetzt beim zweiten, also dritten Trainer. Schönheit. Ja, die hatte ich eben. Ja gut. Hä? Ist halt ein Absol, das kann wehtun. Oh, definitiv. Darfug, Level 24, zwar nur in Anführungsstrichen, aber sollte nicht unbedingt eine Feuerattacke bringen. Ich glaube, da kann ich Dönerspieß reinwechseln. Hoffe ich. Ja. Ansonsten könnte das jetzt böse enden, aber... Als Ruckzucki ein, ja, das ist eklig. Das heile ich mit Überresten doch bestimmt schon wieder weg, oder? Jawohl, Full KP, easy. Und Käferbiss. Ich habe schon wieder einen Magmaisierer gefunden. Jetzt übertreib halt nicht. Ach ja, wir hätten mit dem. Ich hab mir. Hast du dir das? Hast du dir? Was hab ich? Das Porygon abgeholt eigentlich. Nee. Gehabt, weil ich hatte das auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo man es bekommt, aber... über dem Pokémon Center das richtige Haus. Okay, weil wir haben ja beide eine Bioskutist, oder? Ja, ich glaube, du brauchst zuerst das Upgrade. Erst das Upgrade und dann den Bioskutist. Ja gut, okay. Weil es ist auch so ein starkes Pokémon, davon mal abgesehen, aber... Weil Basis-Pokémon ist vollkommen okay. Welche Attacke soll vergessen werden? Metallsound, Spezialverteidigung des Gegners, End. Da behalte ich lieber Schutzschild, ganz sicher. In diesem Fall Metallsound nicht lernen, danke, Dünner Spieß. Nein, ist auch nur Unlicht, ne? Mhm. Ui, ein Gegner ist Ambidiffel. Oh, was? Aufpassen, kann auch wehtun. Oh, was setze ich denn dagegen ein? Bleib bei Lückwitz. Ach verdammt, ich hätte eigentlich wollte ich es tauschen. Oh, Tuhaido. 24. Tuhaido. Das kann auch wehtun. Schnell, ne? Ja. Aber das sollte Lucario nicht unbedingt one-hitten können, oder? Feuerzahn vielleicht? Okay, oh ja, aber dann hat Dünner. Ich weiß. Auch. Dann hätte Dünner Spieß da mehr Probleme. Ich will die Erfahrung Kürbis geben. Gut, da steht ein Heiterer. Wenn Dünner Spieß bei Feuerzahn schlimmer dran, dann wechsle ich auf Ruka. Rukario ist ja auch. Ach, gesagt. Mal schauen. Und Kraftwelle. Zuerst dran. Tuhaido hält nicht viel aus. Ja. Jawohl. Und drei Pokémon Level 24, eins auf Level 30. Das ist schon krass. Da ist nächstes Pokémon. Moment. Alter. Alle Full Life. Oh, krass. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Crits berechnet würde. Das ist echt merkwürdig. Fast ein One-Hit. Wie viel gibt das jetzt? Zweite bis fünfte Generation. Wahrscheinlich reicht, dass du einen Volltreffer triffst, okay? Sternschauer wird jetzt nicht so viel machen.
So, 18 Schaden. Okay. Na gut, nächster Trainer. Ah. Eines Trainers gespürt. Dieser Trainer warst du. Kürbis entwickelt sich. Kürbis, Moment, ich hab's gleich. Oh, cool. Es ist nur ein Goldini, ne? Wie Fingerfood auf Level 28 immer noch nur. Oh lol. Immer noch nur Kratzer, Sternschauer und Erstauner kann. Das ist seit, keine Ahnung, einem geraumen Zeitraum so fühlt. Hornattack. Okay, der Angriff hat sich verringert. Angriff hat sich verringert, das ist nicht so schön, aber naja. Ja gut. Aber ich weiß, hat nicht, jetzt raue Haut. Oh. Edge. Das nächste ist Bleeprin, das heißt, es ist ein Wassertrainer weiterkämpfen. Okay, mal gucken, was ich mit Zuckerrübe machen kann. Das sollte nämlich jetzt dann auch so jetzt sein. Trotzdem macht der Kratzer von Finger schon Schaden. Unten haben wir noch ein neues Gebiet. Oh, cool. Kühnheitsufer. Ah. Komm schon. Bleeprin mit 1 KP überlebt. Eigentlich will ich auf jeden Fall noch Zucker rüber in Level aufsteigen lassen. Wäre perfekt. Fingerfood versucht Agilität zu erlernen. Ja, toll. Beschwere ich mich gerade, dass Fingerfood nichts erlernt und dann lernt er Agilität. Das ist schon ein relativ schnelles Pokémon. Und dann benutze ich lieber Sandwirbel, wenn ich es mal. Ja, Lakritz wollte bei mir auch Agilität lernen. Weiß nicht. Auch mein schnellstes Pokémon. Nicht lernen. Ja, bei mir ist es nicht mehr das schnellste, weil ich ein Lucario habe und KitKat auch verdammt schnell ist, aber es ist halt auch noch nicht entwickelt wie bei anderen beiden Pokémon. Also mein Fruchtseil gefunden. Yay! Ein wildes Vollriegel, das riecht auch. Unten ist das noch. Ich sehe hier auf der linken Seite noch ein Item, gerade wo ich durch Gras laufe. Wo komme ich denn da hin? Oh, Idorina Level 23. Na, flüchtig am besten mal. So, gerade kurz noch tauschen. Einziges Re-Pokémon Level 28 sind KitKat und Zwiebel, okay. Da ist noch ein Trainer, glaube ich. Ist das keiner? Doch, das ist einer. Weiter unten? Hier, also links von mir ist jetzt so ein Schild. Das war rechts und links seitlich. Ich weiß nicht, was da drauf steht, bin ich nicht hingekommen, aber ich bin jetzt im Trainerkampf noch. Der 3. Puh. Ja, und da nach unten ist dann das neue Gebiet. Okay. Können wir das da gleich noch machen? Eventuell Pokémon Z. Auf Level 24. Agilität. Weil hier so schneller als ich. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte gerne noch meine Zuckerrübe ein Level hochgebracht, dass ich die auch entwickelt. Ja. Ein Pokémon Set, please. Ein Fukano. Ich setze Zertrümmer rein. Es macht Genesung. Genesung? Spam-Genesung. Die Zertrümmerer könnte ich eventuell Verteidigung senken. Ja. Erster Trainer nicht. Jetzt macht es doch bei Agilität, weil ich nicht Hälfte oder unter die Hälfte gekommen bin. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Weiß ich natürlich nicht. Flinklaue! Jetzt kommt wieder Blesen. Ja, leider keinmal Verteidigung gesagt, aber hey. Dreimal nein. Oh, aber gleich ist es vielleicht tot. Weil es sich nicht geheilt hat, sondern das dritte Mal Aktivität macht, weil das ja so wichtig ist. Okay, das war's. Schön.
wenigstens das. Okay. War das jetzt erste. Bin ich gerade im Kampf. Nö, ich bin auch noch. Also ich hab nur das erste. Achso. Okay. Das war pure Unzeit. Danach und Kratzfurie. KitKat, echt jetzt. Es kann zwei VMs. Was noch? Sandwirbel. Nö. Nö. Einfach nö. Sandwirbel will ich behalten. Kratzfurie. Das ja also. Ach, Kanivana hat Statik. Als nächstes Porygon 2, ja, willst du mich dann auf den Arm nehmen? Jo, weiterkämpfen, KitKat. Wenn dir. Dann machen nein, wir das ich halt wollte so. Nicht glauben. Zertrümmerer. Noch bestimmt auch. Nice. Psychstrahl ein, das greift tatsächlich an. Das ist ja doof. Tut er mich hier echt gerade paraffin, ich will mich verarschen. Top-Genesung, ist mir jetzt egal. Ich will das Zuckerrübel die ganze Zeit auch. Woher hast du denn eine Top-Genesung gefunden? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Kann man glaube ich noch nicht mal kaufen. Kann man die überhaupt kaufen irgendwann? Ja, doch später vor der Liga. Ja. Genau. Ja doch. Sollte möglich sein. Und es überlebt der LKW. Jawoll. Und ist jetzt Kulle ein noch? Nö. Als nächstes kommt Porygon Z. Okay. Dann wechsle ich auf Zwiebel, ist noch nicht Level 29. Es hat zwei Porygon Z und ein Porygon 2. Ja. Oh. Sind alles aber nur Normal-Pokémon, ne? Kein Psycho. Ja. Können Psycho-Attacken scheinbar. Oh lol, Zwiebel one-hitted es. Schön. Alle Level 29. Geil! Oh, nice! Weil das hier gar nicht so praktisch ist. Oh klar. Was? Zwiebel versucht Ego-Trip zu erlernen. Hm. Also ich habe Kraftwelle und Knochenhatz, würde ich gerne behalten. Ich habe noch Konter und Gegenschlag. Konter oder Gegenschlag weg? Ich würde Konter. Ich würde dann eher Konter sagen, ja. Ego-Trip ist beim schnellen Pokémon manchmal eventuell sogar. Aber ist halt gegen KI schwierig immer. Alter! Okay, wenn man hier runter geht, sagst du, es war jetzt Ufer? Ja, okay. Ja. Kühnheitsufer, genau. Ich wäre am Kühlungsufer. Ist da noch ein Trainer oder wo bist du, dass du noch im Kampf bist? Ich bin nach links oder den Berg hoch. Ach so. Dann mache ich das jetzt mal nicht. Damit du dann nicht noch auf mich warten müsstest. Ich bin im Kampf. Ja, ich weiß, aber ich würde dann sonst auf dich warten, bevor du danach noch auf mich warten musst. Ich habe halt gerade ein Problem. Ich habe einen Skorgla mit H2O-Absorber vor mir. Das ist halt Bodenflug und hat H2O-Absorber, ist jetzt down. Ein Crit Aeros. Oh, die Erfahrung hätte ausgereicht. Mann, warum hat das H2O-Absorber? Kacke. Ja, das Pokémon ist klar. Vollsiegel zu 300 Erfahrungen. Bitte. Ich kann eh nicht vor dir fliehen, ich bin langsam. Da rechts unten. Bitte. Das schaffe ich vielleicht noch zu holen. Ich weiß, wenn es auf die Weg. Ach, 195. Kann man da warten, aber. So, ich bin jetzt da. Achso, okay. Dann hole ich das Item jetzt nicht mehr, weil. Gras. Okay, ich bin am Kühnheitsufer. Mit der Pause nach vorne, das kann ich realisieren. Bist du zuerst? Wieso ich zuerst? Dann gönn ich hier. Moment. Ja.
jetzt. Schauen. Oh, das ist doch ein Item, hätte ich hinlaufen können. Oh. Dupes, das ist Lidian. Achso, den ich hab jetzt auch schon. Ja, ist okay. Flucht gescheitert. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen die Fossilien mit, richtig? Ja, aber als Items zum Dingsen, wieso? Es ist ein Ammonitas, das ist das, was wir halt schon jetzt haben. Also ich zumindest. Ja, ja, haben wir beide, ja. Ja. In dem Fall würde ich übrigens auch sagen, dass wir das doch mit einem anderen Fossil sonst eventuell verbinden könnten. Weil wir es ja nicht wussten und das gleiche genommen hatten. Weil wir dachten, es wird randomized. Würde ich noch durchgehen lassen, aber ja. Aber das ist Dupes, oder? Aber das würde ich dann als Dupes zählen. Gut. Item ist ein Vitalkraut. Hast du schon was Neues? Nein, ich konnte leider nicht fliehen. Was ich jetzt versuchen werde mit dem nächsten Wechsel, aber... Kriege ich das irgendwie... Ich hoffe, ich überlebe irgendwas. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Zum Item? Kein Kürbis einsetzen. Okay. So, nächster Encounter. Wow, okay, das wäre auch cool. Kürbis hat ja Rauhaut. Was hast du? Rezeros. Oh, du hast einen Schützer, ne? Ja. Bei mir ist es Glutexo. Cool. Nice. Und ich habe Auflauf drinne. Verbrenne ihn mir nicht. Danke, Glutexo. Ich wechsle raus. Auf. Womit könnte ich ihn mit Fingerfood könnte ich ihn bestimmt schwächen. Kratzer sollte nicht killen. Hat Glutex so eine angenehme Fangrate? Stimmt einigermaßen, aber. Oh, Rauchwolke, dein Ernst? Ich hab Sternschauer. Ich versuche nochmal Kürbis reinzuwechseln. Die Fangrate ist bei 45, das ist nicht sonderlich viel. Okay, ich meine, es ist ein Starter, aber. Alter. Ich mach mal Sternschauer. Ich wechsle nochmal Kürbis rein. Stamp mit Seidenschaden und so weiter. Was? Arg. Was? Was? Er kann Drachenwut. Level 25. Eieiei. Das könnte. Heftig werden. Hast du Bälle gekauft? Gute Bälle? Ich hab Superbälle. Okay. Dein Hyperball. Konnten wir Hyperbälle schon kaufen? Ja. Wenn ja, dann shame on me. Im Kaufhaus. Das ist natürlich unpraktisch. Ich wechsle auf Wassereis, er kann Wassereis nichts anhaben. Wassereis kann zwei Drachenwut aushalten und ich kann den heilen. Also. Ich guck mal. Ein paar Versuche habe ich, aber. Glutexo hat 45 Fangrate? Das ist nichts. Das ist weniger als Rizoros. Rizoros hat 60. Also ist auch nicht viel mehr, aber... Ich habe ihm auch nur ein Drittel jetzt abziehen können. Und kein Status. Ich habe Rizoros vielleicht ein Fünftel abgezogen und mit dem Hyperball gefangen. Einen Hyperball habe ich, aber... Das Stehen auf den Hinterbeinen hat ihn Kühe gemacht. Leider ist er aber auch sehr vergesslich. Ja, das passt ja, ne? Ja, das ist richtig. Ich bin schon ziemlich vergesslich. Ich hoffe, Superball reicht. Ich versuch's erstmal. Ich hoffe auch. Über 10 HP hatte ich schon, aber schon. 43 KP macht Rauchwolke Schaden. Nein. 43 KP habe ich noch, also mit einer anderen Attacke wird es mich nicht töten können. 12 Superbälle noch, okay. Ich habe sogar noch ein paar Pokebälle, die Chance ist zwar geringer, aber versuchen kann man es ja trotzdem.
Mann. Ich wünschte, ich könnte es noch schwächen. Ja, wer Wasser ist jetzt nicht, könnte Aurora-Strahl machen. Aber jetzt ist es, hat schon drei Rauchwolken drin. Jetzt will ich das nicht nochmal versuchen eigentlich. Denn bevor ich es nicht fange, werde ich es wahrscheinlich versuchen, irgendwie noch auch nochmal rauswechseln und wieder auf Wasser ist zurückwechseln, weil es hat noch über 40 KP, also alles gut. Ja. Und dann kann ich es vielleicht irgendwie noch schwächen, das wäre halt cool. Das kommt fast immer beim ersten Mal. Und jetzt ist es unter 40 KP, weil es klug gemacht hat. Jetzt muss ich eh heilen. So. 37 bis 87. Ja, Supertrank hat 2 KP. Sieht immer noch 2 Drachen gut aus, also. Und noch dazu. Nur nicht verbrannt, ja. Aber jetzt bin ich bei 2 Drachenwut genau tot. Das ist natürlich super. Ich drücke mal Aurora-Strahl und hoffe, dass ich treffe. Hm? Einfach. Und dass du nicht tötest? Ja, natürlich. Die Attacke geht ja eh daneben. Okay, ist auf 80 KP. Ich wechsle mal auf. Was hat mehr als 80 KP? Zwiebel. Na toll. Aber ich meine, eine Glut macht dann doch auch nicht mehr als 40 Schaden, oder? Hm. Hätte ich jetzt gesagt. Bei wem? Oder wo? Mein Lucario. Nee, das mehr als 40 nicht. Dann... Glaube ich nicht. Würde ich auf Cario wechseln, damit ich die Dingens von Wasser 1 resette, die Rauchwolken. Ja. Dann vielleicht nochmal schwächen kann. Ja, da kommt die Drachenwut, okay. Das heißt, ich bin jetzt auf 48 KP. Könnte ich mit Lucario schwächen? Könnte Ego-Trip machen. Ich weiß nicht, wie viel KP es hat. Knochen hat es, wäre blöd. Kraftwelle würde vielleicht auch killen. Wechsle ich auf Wassereis zurück. Ich hoffe jetzt nicht, dass eine Rauchwolke kommt. Wenn ja, habe ich immerhin keinen Schaden bekommen. Es kommt eine Rauchwolke. Versuche ich jetzt direkt. Aurora-Strahl. Grimasse. Okay. Grimasse, Blut für Dingens und. Okay, Aurora-Strahl trifft. Immerhin gelber Bereich. Besser als vorher. Mhm. Werfe ich wieder Bälle. Einschläfern oder so kann ich leider nie. Hoffen wir mal, dass es was wird. 10 Superbälle habe ich noch, 18 Pokebälle und einen Hyperball. Hyperball los! Kannst du hier kaufen? Ja, klar, aber ich habe halt nur den einen. Warte, vielleicht funktioniert's ja, dann werfe ich ihn einfach gleich. Wenn es dann nicht funktioniert, dann bekomme ich Panik. Oh, Glutexo, warum? Warum hast du so eine Fangrate, Glutexo? Warum haben wir schon wieder Überlänge? Bestimmt, oder? Oh mein Gott, überhaupt nicht. Nein. Überball einmal. Und raus. Oh, komm schon. Ich hätte echt Hyperbälle gebraucht. Bitte. Oh, verbrennt. Okay, ich muss erstmal die Verbrennung heilen. Statusmittel. Ich hab's sogar. Feuerheiler. Feuerheiler. Je nachdem, was kommt, muss ich dann nochmal gegenheilen. Beutel! Zuletzt verwendetes Item, nee.
Pokéball los. Ja, Pokéball. Ja. Jubelball ist doch bestimmt ein Meisterball, oder? Ja, genau. Yes! Pokéball! Yes! Oh, fuck! Das könnte gerade vielleicht ein bisschen zu laut gewesen sein. Entschuldigung. Ach, oh. Trudels Leben in Bergen. Die Flammen auf seinen Irren. Schweifspitzen leuchten in der Nacht wie Sterne. Ja. Oh, wie schön. Wunderhübsch, oder? Ja. Und das Glutexo heißt Limonade. Was war... Ich hab Rihorn, ne? Rihorn. Rizaros. Rizaros, okay. Immerhin. Immerhin. Mit dem Pokédex-Eintrag dazu. Oh nein! Ist ja gut, ey. Das wird doch Limonade geschrieben mit I, oder? Ja. Warum hab ich's mit E? Das ist Englisch. Lemonade. Lemonade? Na gut, ich schreib's dann in Deutsch, ich hab noch nicht bestätigt. Wie heißt denn dein wunderbares Rihornior? Okay, das war Absicht. Noch nicht. Heißt es nicht, ich weiß. Das ist schwierig. Hatten wir Lasagne schon? Ich glaube nee. Nicht. Dann Lasagne. Sollte auch passen. Lasagne. Ja. Hm? Ja. Wenn man das A nicht vergisst, steht auch Lasagne da und Lasagne. Ach, das passt schon. Lasagne. Ja. Wollte ich, glaube ich, schon Konita lassen. Oh, ist okay. Ach so. Ist okay. Ist okay. Okay. So, jetzt ist mir egal. Ich möchte jetzt noch wissen, was es kann. Bravo Level 27. Ich hab Auflauf vorne. Flucht? Ich wechsel kurz und fliehe dann. Ich ziehe über die Hälfte. Nein! Oh shit. Ich bin schneller. Was ist denn? Die Folge ist schon so lang. So einfach. Die Folge ist schon so lang. Ich mach jetzt dieses beschissene Level. Ja gut, warum nicht? Kommt denn davon? Enables Kadabra. Perfekt. Klammer? Ich mach Konfusion schon. Na komm, na komm, komm. Wow, 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 wow. Das war Konfusion. What the fuck? Was denn? Einfach mal 48 Schaden. Was? Ich mach jetzt noch das Level up, ja. Nicht sterben. Bericht. Okay, die Spezialverteidigung ist ja auch ziemlich grottig von
Von Kürbis ist er auch nicht so gut. Krause hat eine sehr gute Spezialverteidigung, genauso wie Hamburger. Ich schick mal Hamburger rein. Oder doch lieber Brause. Ich schick mal Hamburger rein. Hat mehr KP und mehr als doppelt so hohe Spezialverteidigung. Nehmen wir es gleich die Konfusion macht. 21, das geht noch. Na gut, okay, ja. Das ist verkraftbar, zumindest hört es sich so an. Das ist genau ein Viertel. Okay. Und Kadabra ist down. Und gibt genug Erfahrung für das Erwerb. Wie schön. Hey, Zuckerrübe entwickelt sich. Nice. Das heißt, es ist ein Kributak dann, ne? Ja. Mit CK am Ende oder nicht? Das ist hier die Frage. Mit CK am Ende. Du Sternschauer zu erlernen. Ist das dein Ernst? Sternschauer? Mhm. Warum nicht Grabhammer? Oh, warum Sternschauer? Weil? So, jetzt hier durch. Da lang, da lang. Und in die Stadt. 41 Minuten, easy. So. Ach ja. Okay, Krepotak auf jeden Fall gucken, was für eine Fähigkeit es hat. Das neue Pokémon angucken. Pokémon heilen. Überlänge-Part. Wuhu. Überhaupt nicht. So, mein Limonade hat etwas dabei, was mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit dazu geführt hätte, dass ich es gefangen hätte, und zwar ein Netzball. Bericht, es ist Level 25. Es ist ruhig. Ruhig war. Spezialverteidigung. Spezialverteidigung hoch inne drunter. Ah, ja, gut, okay. Okay, meine Zuckerrübe hat Wertelink gekriegt. Ja. Ich glaube, es lernt keine Attacken in der Art, aber naja. Also Limonade entwickelt sich natürlich noch, zwar auf 36, glaube ich. Aber bisher hat es Edelmut, verstärkt Zusatzeffekte. Ich wundere mich, dass ich nur einmal verbrannt wurde, tatsächlich. Und ja, kann halt Glut, Drachenwut, Rauchwolke kriegen. So. Also mein, ist noch Luft nach meine oben. Lasagne. Aber meine Lasagne ist forsch. Reines Pokémon. 73 Angriff. Alter Schwede. 72 Verteidigung. Krass. Mir ist Angriff 39, Spezialangriff 51. Dafür Init 24. Und Init, obwohl Init minus Wesen 41. Und es hat Großbrand. Ja, da ist ein bisschen was falsch gelaufen, ne? Hast du. Ja. Was war deins nochmal? Forsch? Nee, doch. Forsch, ja. Was ist das? Weißt du das auswendig? Nein. Ah, jetzt weiß ich es. Auch ein Innen-Minus-Wesen. Aber Spezialverteidigung dafür plus. Wow, 35. 39, krass. Es kann Felswurf, Stampfer, Folienschlag und Klimas. Das hatte eine TM dabei. Das hole ich auch noch nach. Also Glutexo ist cool. Ja, das ist ein cooles Duo. Krass. Es hatte TM Schnabel dabei. Yay. Okay, ja, dann Part 45 Minuten, würde ich sagen. War's. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.